Und die Auswirkungen sind nicht gut. Da kann mir die Industrie erzählen, was sie will. Die sind nicht gut. Dafür bin ich Arzt und kenne mich mit Gehirnentwicklung genug aus. Und deswegen bin ich schon ja nach wie vor der Ansicht, wir müssen da auch sogar politisch mitwirken, um unsere Umgebung wieder menschlicher zu gestalten. Ich begrüße heute bei Kuckuck TV ganz herzlich Herrn Professor Manfred Spitzer, Psychiater und Hirnforscher und denke ich einer der bekanntesten auf seinem Gebiet hier in Deutschland. Er ist vor allem berühmt geworden durch Bücher, die sich sehr intensiv mit der Lernentwicklung von Kindern beschäftigen und auch mit den Problemen, die entstehen, wenn da ein bisschen zu viel digitale Medien ins Spiel kommen, wie beeinflussen die Kinder. Jetzt gibt es aber ein ganz neues Buch, ein ganz neues Thema. Das heißt Einsamkeit, eine unerkannte Krankheit. Und meine erste Frage an Sie wäre, was gab denn den Anlass, sich mit diesem Thema zu befassen? Das ist ja auf den ersten Blick ein ganz anderes, als Sie sonst behandeln. Und wenn man sich mit so einem ganzen Buch befasst, da steckt ja auch Herzblut drin. Gab es für Sie einen Auslöser, das Thema zu wählen? Ja, es gab eigentlich mehrere, ich sag mal, interessante wissenschaftliche Erkenntnisse, die mich selber. Also richtig, boah, wie, ist ja spannend, ist ja total interessant. Ich bin denen dann auch nachgegangen, habe immer wieder mal was Kleineres zusammengeschrieben und habe ich gedacht, das ist eigentlich so interessant, da muss ich mal, das muss ich mal zusammenfassend darstellen. Und so kommt es dann eben zu diesem Buch. Vielleicht noch eins, ich habe schon früher völlig andere Bücher, eins über Musik und eins über die neuronale Netzwerke geschrieben. Also ich bin keineswegs nur Mr. Digital oder Anti-Digital, wie es manchmal so rüberkommt. Aber ich beschäftige mich halt gern mit den verschiedenen Dingen und vor allem auch als Arzt natürlich mit Risiken und Nebenwirkungen. Und bei der Einsamkeit hat ja auch den Untertitel schmerzhaft, ansteckend, tödlich. Und wenn man das zunächst mal so liest, denkt man, was soll das sein? Ja. Aber es gab eben neue Erkenntnisse im Jahr 2003, dass Einsamkeit tatsächlich mit Schmerzen ganz viel zu tun hat. 2009, dass Einsamkeit ansteckend ist. Und 2010 und dann nochmal nachgemacht und noch an einer noch größeren Studie mit 2015, Einsamkeit ist tödlich. Und zwar tödlicher als zum Beispiel Rauchen oder Übergewicht, also als die vielen bekannten Faktoren, die durchaus eben auch tödlich sind. Und das zusammen dachte ich mir, das musste mal zusammenschreiben und da kam eben das Buch dabei raus. Was verstehen Sie denn unter Einsamkeit? Können Sie den Begriff ein bisschen genauer fassen und warum ist das aktuell in unserer gesellschaftlichen Situation jetzt so ein großes Problem? Das sind zwei Fragen. Also zunächst mal ist Einsamkeit nicht das gleiche wie Alleinsein, sondern ist das Erleben, ich bin allein. Ja? Und das muss man wirklich unterscheiden zu dem, was man auch soziale Isolation nennt. Also gerade im Alter kommt soziale Isolation ja häufiger vor. Der Partner stirbt oder was auch immer, die Kinder sind aus dem Haus. Ja? Aber alte Menschen, wenn man dann die fragt, fühlt ihr euch einsam, dann ist der Anteil derer, die sich einsam fühlen, gar nicht mal so hoch. Der nimmt sogar auch im Laufe des Lebens ab. Und insofern ist Einsamkeit gar nicht mal so das Problem nur älterer Menschen, wie es oft in den Medien auch dargestellt wird. Also wenn man das unterscheidet, wie ich es erlebe und was tatsächlich der Fall ist, dann ist schon wichtig, Einsamkeit ist das, wie ich es erlebe. Aber hängt natürlich auch schon damit zusammen, was der Fall ist. Und da gibt es drei wichtige, ich sag mal, ich habe es Megatrends genannt, also drei wichtige Veränderungen in unserer Gesellschaft oder in allen westlichen Gesellschaften, die hinwirken auf mehr Einsamkeit. Das erste ist, wir leben mehr allein. Die Anzahl der Single-Haushalte hat in den letzten paar Jahren in Deutschland allein um 3,5 Millionen zugenommen. Die Anzahl der Familienhaushalte hat abgenommen um so 2 Millionen. Ja. Die Paarhaushalte sind gleich geblieben. Ja? Also es gibt mehr. Ja? Mehr Single-Haushalte. Dann Verstädterung. In den Städten leben zwar mehr Menschen, aber sie leben anonym miteinander. Im kleinen Dorf kennt jeder jeden und da ist mehr Gemeinschaft. Ja. Deswegen die Tendenz zur Verstädterung. Nur ganz kurz die Zahlen auch. Im Jahr 1900 lebten 13% der Weltbevölkerung in Städten. Heute lebt 50% der Weltbevölkerung in Städten. Demnächst sind es 70%. Und das macht natürlich die Leute weniger sozial, was das Umfeld anbelangt. Ja. Und das Dritte, und hier sind wir fast bei meinem Leib- und Magen-Thema, das ist tatsächlich die Medialisierung.
Also um es ganz klar zu sagen, wenn ich mit Bildschirmen kommuniziere statt mit Menschen, da werde ich nicht zum sozialeren Menschen, da werde ich einsamer. Mhm. Wenn ich also jede kleine Frage, wo geht's hier lang oder was kostet das, oder wenn ich das alles über Smartphone mache, dann habe ich lauter kleine Begegnungen mit Menschen weniger, und die machen, dass ich weniger Vertrauen zu anderen habe, und die machen auch, dass ich mich einsamer fühle. Oder nehmen Sie Social Media. Das ist eigentlich ein Widerspruch in sich, denn wenn wir jetzt miteinander reden, ja, dann ist es unvermittelt. Wir gucken uns in die Augen, wir reden, ja, ich sag was, sie nicken oder schütteln den Kopf oder was auch immer, und das geht völlig unvermittelt. Wenn da aber ein Bildschirm ist und ich tippe was in den Bildschirm und sie machen das, dann habe ich ein Medium. Ja. Ja, und das Medium ist immer, das ist ja der Name, das Vermittelnde. Social Media heißt also, dass Social ist unvermittelt. Und Media ist vermittelt. Da sieht man schon, das ist wie ein schwarzer Schimmel. Ja? Das ist ein netter Name, ja? Aber es gibt es eigentlich gar nicht. Denn es ist, entweder es ist unvermittelt und dann ist es social, oder es ist vermittelt, dann ist es eben nicht social. Ja? Ja. Und das muss man wissen, wenn man heute weiß, dass schon so Sechsjährige, die häufigste App ist Facebook. Facebook macht süchtig, ist so gebaut, dass es Sucht erzeugt. Das hat derjenige gesagt, der es mitentwickelt hat. Und deswegen muss man sagen, wir wissen heute, dass es tatsächlich Sucht erzeugt. Und deswegen sind Social Media und überhaupt die Digitalisierung eben auch ein Megatrend, der Einsamkeit befeuert. Mhm. Und das beschreibe ich hier. Und was dann daraus folgt, das macht mir Sorgen. Ja. Wenn Sie jetzt ein bisschen die Prozesse beschreiben, Einsamkeit ist ja ein so seelisches Problem, also ist ja so ein seelisches Empfinden. Es resultiert dann in Krankheit und Tod, das sind ja physiologische Symptome. Ja. Was passieren da für Prozesse, dass sich aus diesem seelischen Unwohlsein am Schluss eine manifeste Erkrankung, die vielleicht sogar eine Todesfolge hat, daraus ableitet? Also der wesentliche krankmachende Prozess ist der. Das ist auch, geht auf eine Einsicht, die 2007 erstmals publiziert wurde. Ich kann bei Menschen immer wieder fragen, sagen Sie mal, wie ist denn so der Letzte, den Sie getroffen haben? Ist das jemand, bei dem könnten Sie morgens früh um 3 klingeln und der wird Sie reinlassen und auf der Couch könnten Sie pennen? Also ist das jemand, der Ihnen wirklich hilft, wenn es mal sein muss? Ja? Und dann hat man die Leute 25 Mal sozusagen kontaktiert und immer gefragt, der Letzte, den sie getroffen haben, ist das so einer, auf den sie sich verlassen können? Und wenn da jemand 25 Mal Ja gesagt hat, da hat er offenbar ein gutes soziales Netzwerk, in dem er sozusagen aufgehoben ist. Ja? Und wenn da einer nie Ja gesagt hat, dann hat er niemanden, der ihm potenziell mal behilflich sein könnte. Ja? Und jetzt stellt sich eben raus, wenn man jetzt guckt, wie oft haben die Leute eben gesagt, wie groß ist das soziale Netz? Das kann man eben mit 25 solchen immer wieder das gleiche Frage stellen, messen. Und dann nimmt man einfach Speichel mit einem kleinen Wattestab aus dem Mund der Leute und misst Stresshormonen. Und da kommt raus, je weniger jemand Leute hat, die ihm helfen könnten, wenn es mal sein müsste, desto mehr Stresshormon hat er im Blut. Und das ist eine ganz wichtige Erkenntnis, denn wir wissen ja, Stress ist eigentlich eine gesunde Reaktion auf einen Notfall, aber wenn ich die dauernd habe, dann ist das chronischer Stress und der macht alles kaputt, weil der macht die Immunabwehr runter, deswegen kriege ich Infektionskrankheiten oder Krebs. Stress macht Blutdruck rauf, Zucker rauf, und wenn ich das dauernd mache, kriege ich einen hohen Blutdruck, einen hohen Blutzucker, und das macht Schlaganfälle und Herzinfarkte. Da haben wir schon die drei wichtigsten Krankheiten, die es gibt. Ja? Ja. Und wenn man das zusammennimmt, dann wundert es einen auch gar nicht mehr, dass eben Einsamkeit der Killer Nummer 1 ist. Weil das macht auf vielfache Weise krank, ja, der dauernde chronische Stress, der mit Einsamkeit einhergeht. Und das wiederum, also woran man dann stirbt, das ist dann fast Zufall, was einen halt früher umhaut, ja, und wo man seine besondere Achillesferse eben in der eigenen Gesundheit hat. Aber das ist insgesamt wirklich Todesfolge hat Einsamkeit, das war den meisten Leuten nicht so klar, aber das haben eben Untersuchungen klar rausgefunden. Mhm. Ich sag mal, die sind sogar ganz simpel. Sie nehmen ganz viele Leute und messen dann, rauchen die, trinken die, wie ist der Blutdruck, und wie fühlen die sich? Fühlen die sich einsam? Ja oder nein? Und dann warten sie 10 Jahre ab und dann gucken sie, wer ist gestorben. Ja? Okay, ja. Und dann finden sie halt raus, wer einen hohen Blutdruck hat, da sind meinetwegen 20% gestorben. Ja? Ja, wer vor 10 Jahren einsam war, da sind 50% gestorben. Also so muss man sich den Effekt vorstellen. Ja. Und der Effekt von Einsamkeit, nochmal, der ist größer als von Alkoholismus, von Rauchen, von Übergewicht,
von keinen Sport machen oder was ja heute in aller Munde ist, von dreckige Luft atmen. Ja? Der Effekt ist so klein, der Einsamkeit ist so groß. Ja? Also das ist wirklich ein richtiger Effekt. Ja? Und dass man, wenn man einmal einen Effekt hat und man hat den Mechanismus, dann kann man sich auch relativ sicher sein, dass man da nicht sozusagen irgendeinem Phänomen nachjagt, was es gar nicht ist, weil man hat den Effekt und den Mechanismus. Und dann ist man sich in der Medizin zumindest immer ziemlich sicher, dass man da auch was einen realen Effekt auch hat. Okay. Spricht ja dann meistens von einer Evidenzbasierung. Also genau, die Evidenz ist die Epidemiologie, ja. Und die Theorie ist die Erfahrungen und die Experimente, die man zu Stress und so weiter gemacht hat. Also jetzt aus unserem Feld kenne ich eine Studie aus Holland, die ist in Amsterdam durchgeführt worden. Da geht es um das Thema Demenz und um die Ermittlung von Risikofaktoren. Und da war auch ein ganz klarer Faktor, dass Einsamkeit die Entwicklung von Demenzen ganz stark beeinflusst. Ich glaube, Sie haben die Studie auch zitiert in Ihrem Buch. Was ich eben, wenn man das diskutiert, muss man sich halt über eins im Klaren sein. Demenz ist ja eigentlich keine Krankheit des Alters, ja, sondern die fängt irgendwann im Laufe des Lebens an. Der jüngste Patient, nach dessen Tod man Alzheimer im Kopf festgestellt hat, war 6 Jahre. Muss man sich auch mal klar machen. Ja. Viele Soldaten, die im Krieg gefallen sind, deren Gehirn man untersucht hat, hat man zu einem nicht geringen Teil schon Alzheimer-Veränderungen im Gehirn gefunden. Also wer glaubt, man kriegt zum Beispiel die Alzheimer-Demenz, das ist ja nur eine Form, aber eben die häufigste. Wer glaubt, man kriegt die im Alter, der liegt falsch. Man bekommt die Krankheit früher und dann geht das Gehirn halt ganz langsam kaputt. Und ganz wichtig, wenn ich das noch kurz erwähnen darf, ist halt der Trainingszustand des Gehirns. Also der wichtigste schützende Faktor vor Demenz ist Bildung. Je gebildeter einer ist, desto mehr kann sozusagen kaputt gehen und das Ding funktioniert immer noch. Ja, und wenn es halt nicht auftrainiert ist, dann kann nur wenig kaputt gehen und es tut schon nicht mehr so gut. Ja, das ist eine ganz wichtige, kognitive Reserve, Reservekapazität. Oder man kann es auch so sagen, für jeden Abstieg gilt, je höher ich anfange, desto länger dauert es, bis ich unten bin. Ja. Ja? Wenn ich da nur bin und gehe runter, bin ich gleich da. Ja? Wenn ich da oben bin, dann gehe ich runter und dann erlebe ich meine Demenz gar nicht mehr, wenn ich Glück habe, weil die kriege ich mit 150, bin ich schon vorher gestorben. Ja. Aber auch da kann Einsamkeit ein Einflussfaktor sein. Es kann ein Einflussfaktor sein, aber es ist eben sehr schwer, den rauszudröseln wissenschaftlich, denn es kann ja sein, ich habe schon die Demenz und bin deswegen einfach einen Tick weniger leistungsfähig und deswegen ziehe ich mich auch lieber zurück. Und weil ich mich lieber zurückziehe, dann scheint es so, dass ich jetzt einsamer bin, weil ich ja noch gar keine Demenz wirklich habe, ja, also meine schwerwiegende kognitive Einbußen. Und so, dass man sagen kann, es ist ganz schwer zu sagen, was ist Henne, was ist Ei. Ja. Ja, was war zuerst und was bedingt dann das andere? Und wahrscheinlich ist es wie oft in der Medizin, es ist ein Teufelskreis, der, wenn er mal angefangen hat, einen dann systematisch runterzieht. Ja. Und da ist es halt wichtig, dass man auch wieder Wege findet, den zu durchbrechen, um wieder rauszukommen. Das wäre jetzt schon so ein Thema, was ich an den Schluss eigentlich gedacht habe, aber wenn Sie schon da sind, was sind denn Maßnahmen, die man ergreifen kann, um so ein bisschen aus dieser Einsamkeitsspirale rauszukommen? Also ich glaube zunächst, dass so mit einfachen Tipps, die dann ein anderer gibt und Schulterklopfen, mach doch mal, tu doch mal. Das ist so, wenn Sie einen Rollstuhlfahrer auf die Schulter klopfen, ja, steh doch mal auf. Ja. Das, geh doch mal mehr raus. Genau, geh doch mal mehr aus dem Rollstuhl raus. Ja. Das kann der nicht. Also das ist ja genau sein Problem. Ja. Ja. Und wenn ich dem einsamen Schulterklopfen sage, geh doch mal ein bisschen unter Leute. Ja. Das ist genau sein Problem, dass er das nicht kann. Weil immer die Gedanken mitschwingen, ach, ich gehe doch den anderen nur auf die Nerven und die möchten doch gar nichts mit mir zu tun haben. Und das ist auch ganz wichtig. Es geht hier um chronische Einsamkeit. Ja. Jeder von uns hat schon mal ein Einsamkeitsgefühl gehabt. Da ist man, einer hat sich verabschiedet, ach schade, dass du jetzt gehst. Ja, und da war man kurz, hat das Einsamkeit erlebt. Krankhaft ist es, wenn es chronisch ist und man gar nicht mehr rauskommt aus diesem Gefühl. Und da unterstützen oder sind halt sehr krankhaft Gedanken, eben ich taug doch eh nichts, keiner interessiert sich für mich und all solche Gedanken, die einem dann immer weiter runterziehen. Mhm. Und nun hat sich tatsächlich herausgestellt, dass wenn man diese Gedanken bearbeitet und das kann man mit bestimmten Formen von Psychotherapie machen, dann wird es tatsächlich besser mit der Einsamkeit. Das ist also eine Sache, die wirkt.
immer in der Vergangenheit grübeln und zu überlegen, warum ich jetzt welchen Gedanken habe, ist keine gute Idee. Mhm. Ja? Oder dass mich meine Mutter schon immer zu Hause hat liegen lassen und nicht sich um mich gekümmert hat. Wenn ich mir das überlege, werde ich auch nicht weniger einsam. Das nützt alles nichts. Mhm. Ja? Aber an diesen, ich sag mal, pathologischen Gedanken, die dann auch eine ungünstige Wirkung haben, ja? An denen direkt zu arbeiten, das ist eine Möglichkeit, von der nachgewiesen ist, dass sie helfen kann. Mhm. Ja? Eine zweite Sache ist, gerade für Menschen, die eben sagen, ja, keiner will mit mir zu tun haben und ich bin doch so nichts nütze und so weiter. Man kann sagen, hast du schon mal darüber nachgedacht, ob du vielleicht ein Ehrenamt übernimmst? Mhm. Denn wenn man hilft, geht man niemanden auf den Keks, ja? Mhm. Sondern da ist man eben helfend unterwegs. Und wenn man dann zum Beispiel bei einer Tafel jemanden einen Teller Essen hinstellt, dann lacht er einem zurück an, weil er ist, hat Hunger und bekommt was zu essen. Mhm. Und wenn man dann mehrere solche Erlebnisse am Tag hat, dann ist man am Abend doch auf eine gewisse Weise mit positiven sozialen Kommunikationsphänomenen erfüllt. Und das ist natürlich gut. Ja, insofern ist Helfen ein ganz wichtiger Tipp. Wer anderen hilft, dem geht es selber besser hinterher und der fühlt sich selber eben ja, nicht mehr so einsam. Ja. Wir hatten da gerade ein schönes Beispiel auch mit einer älteren Dame, die eine leichte Demenz hat und die gar nicht mehr aus ihrem Haus raus wollte. Und die hatten jetzt eine alleinerziehende Frau mit kleinem Kind im Haus und die hat so Probleme gehabt mit den Hausaufgaben. Und dann war eben auch die Idee, sie wird gebraucht und kann diesem Kind Lesen beibringen. Ja. Und das war für sie ein ganz, ganz wichtiger Impuls, plötzlich wieder diese Aufgabe im Leben zu haben. Und ich glaube, das ist ein schönes Beispiel, weil es auch zeigt, also vor kurzem war ja Großbritannien hat 9 Millionen Einsame und hat jetzt einen Minister für Einsamkeit. Ja. Und da kann man fragen, was soll ein Ministerium für Einsamkeit? Und ich glaube nicht, dass es so arg viel bringt. Die jetzige GroKo macht ja auch einen Beauftragten oder so irgendwas. Aber wenn man dann darüber nachdenkt, was könnte eine politische Stelle bewirken, eben zum Beispiel, dass man anstatt Kindergärten und Altersheime Mehrgenerationenhäuser baut, wo man sozusagen festbetoniert, was Sie gerade gesagt haben, dass nämlich ältere Menschen mit kleinen Kindern zusammen sind und die tun sich gegenseitig in vielfacher Hinsicht gut. Die können vorlesen, da brauchen die schon nicht zu daddeln an irgendwelchen Bildschirmen, was ihnen nicht gut tut. Und dann können die miteinander Zeit gestalten und das ist viel besser, als wenn das jeder für sich tut. Ja. Und ich glaube, solche Maßnahmen, die also aktiv zu inszenieren und dazu beizutragen, eben auch durch Architektur. Ich glaube, das ist eine Sache, die könnte dann eben so ein Minister schon versuchen. Mhm. Ja. Das ist auch das Thema. Also wir hatten jetzt ein kleines Projekt mit Studierenden an der Hochschule, die haben Spaziergänge gemacht mit Menschen mit Demenz im Außenbereich und da hat man auch in Stuttgart festgestellt, es gibt eigentlich wenig Möglichkeiten, wo man einfach nur mal sitzen kann und Menschen treffen. Ja. Alles ist sofort mit Konsum verbunden, die Leute haben keine hohen Renten, die können sich nicht überall hinsetzen und Kaffee trinken, aber andere Treffmöglichkeiten sind eigentlich gar nicht da. Also ich glaube, dass man da auch wirklich gestalterisch ganz viel machen kann, dass Leute auch viel, viel schönere Begegnungsmöglichkeiten haben. Das glaube ich auch, ganz richtig. Und weil Sie es schon ansprechen, und das ist ein bisschen zunächst mal überraschend, aber diese Ergebnisse sind eben auch gerade in den letzten 2 bis 3 Jahren immer wieder publiziert, sind die Effekte von Natur. Also es gibt ja Menschen, die sagen, ach wissen Sie, ich habe so viel um die Ohren, ich bin gern allein. Das hat aber mit Einsamkeit nichts zu tun, weil es ist ja gerne allein sein, wer viel um die Ohren hat, wer ist das nicht. Ja? Aber es gibt auch Menschen, denen kann man sagen, pass auf, es ist so paradox, das klingt, wenn du die Einsamkeit suchst, wirst du weniger einsam. Du musst nur wissen, wo und wie. Und die Antwort ist draußen, in der Natur. Denn wie sich durch Experimente und vielfache Erfahrungen herausgestellt hat, gibt es einen Zusammenhang zwischen dem Erleben von Natur und, ich sag mal, Freundlichkeit, zuvorkommend sein, sogar Hilfsbereitschaft und jemand anderen auch dann ganz konkret Hilfestellung leisten und Hilfe leisten. Ja? Und das hat man auf x verschiedene Weise rausgebracht. Aber wenn sich Menschen in der Natur aufhalten, werden sie, ich sag mal, zu besseren Menschen. Und wenn sie dann aus der Natur zurückkommen, auch wenn sie da alleine waren, sind sie empfänglicher für Kontaktaufnahme, sie sind freundlicher, sie sind auch hilfsbereiter. Und das alles ist gut gegen Einsamkeit. Und da ist wieder wichtig, akute Einsamkeit, die macht das eigentlich auch. So wie wenn ich akute Schmerzen sind ja auch nicht zu unserem Ärgernis da, sondern dass es unser Körper geschützt ist. Hand auf die heiße Herdplatte, wenn ich da warte, bis es übel riecht, ist das nicht gut für die Hand. Ja? Oder wenn ich mir den Fuß verstauche, dann nehme ich eine Schonhaltung ein. Und das ist gut, damit es wieder zusammenwachsen kann, was da an Bändern oder so gerissen ist. Und wichtig ist es,
dass akute Einsamkeit auch tatsächlich bei Menschen bewirkt, dass sie zugewandter sind, dass sie freundlicher sind, weil die wollen diesen Zustand bekämpfen. Ja? Aber bei chronischer Einsamkeit ist es so wie bei chronischen Schmerzen. Leute, die jeden Tag Schmerzmittel nehmen, die können am Ende einen Schmerzmittelkopfschmerz kriegen. Also Schmerzen, weil sie Schmerzmittel nehmen. Da ist die Therapie dann sogar noch das Problem. Und die chronischen Schmerzen sind sowieso das Problem. Und genauso ist die chronische Einsamkeit. Die wird dann zum Problem. Ja? Und denn der chronisch Einsame, der geht eben nicht mehr auf den anderen zu, weil der noch diese ungünstigen Gedanken hat, die wollen eh nichts von mir wissen und ich bin doch nichts wert und so weiter und so weiter. Deswegen ist wichtig, dass man hier das Akute vom Chronischen unterscheidet und das Chronische, das macht dann wirklich die Einsamkeit, die langfristig sehr ungünstige Auswirkungen hat. Wo ist denn dann noch die Abgrenzung zur Depression? Also ganz wichtige Frage. Also wenn ich einsam bin, habe ich ein depressives Symptom. Ja? Wenn ich jetzt noch an Schlafstörungen leide, weniger Appetit habe, keine Lust habe, auch meine Hobbys nicht mehr mache. Mich wertlos fühle, wie Sie es gerade gesagt haben. Ja, also mich wertlos fühle. Ja. Dann habe ich schon 5 Symptome und die reichen schon für eine Depression. Ja? Und dann nenne ich es auch Depression. Ja. Aber es gibt eben ganz offensichtlich, das haben auch viele Studien gezeigt, einen großen, also England hat keine 9 Millionen Depressiven, ja? Mhm. Aber die haben eben 9 Millionen Einsame. Das sind vielleicht 1-2 Millionen davon tatsächlich depressiv. Und bei denen helfen dann auch zum Beispiel Medikamente oder dann spezifische Psychotherapieformen. Mhm. Bei Einsamen, Gottes Willen, keine Medikamente, sondern tatsächlich überlegen, was kann ich tun, um an der Situation was zu ändern. Ja, bei der englischen Situation fand ich es noch ganz spannend, dass dieses Ministerium ja am Sportministerium angesiedelt ist. Und wir hatten jetzt ein Projekt über mehrere Jahre, das war Sport und Demenz. Und uns ging es darum, mit Sportvereinen Angebote zu entwickeln. Nicht damit die Leute sich sportlich betätigen, das hat natürlich auch einen positiven Effekt, aber damit Teilhabemöglichkeiten von Menschen mit Demenz entstehen. Und wir haben zum Beispiel ganz viele Wanderangebote mit dem Schwäbischen Alpverein gemeinsam entwickelt. Und das war wirklich ein sehr, sehr positives Projekt, wo wir gemerkt haben, was das eigentlich bei den Leuten bewirkt, wenn sie die Chance haben, wieder rauszukommen, an Gruppenerleben teilzunehmen, an einer Wanderung teilzunehmen. Das ist, habe ich in meinem Buch auch sogar ganz am Anfang im Kapitel, was kann man denn tun, beschrieben. Es gibt ja viele Dinge, die Spaß machen und die noch mehr Spaß machen, wenn man sie in der Gemeinschaft tut. Ja? Ja. Der Sport ist da eins, ganz wichtig. Ja? Musik ist was anderes. Gemeinsam singen ist einfach das, was ganz Schönes. Und man kennt das ja auch von Demenzpatienten, wenn das dann das richtige Lied ist, dann sind die plötzlich wie verwandelt und leben auf und erleben noch mal kurz ganz gute, also erfüllende Glücksgefühle durch eben dieses gemeinsame Singen. Man kann gemeinsam Dinge gestalten, gemeinsam was machen. Das wäre noch was, Theater spielen wäre noch was. Also Dinge, die sowieso Spaß machen und die noch mehr Freude machen, wenn man sie gemeinsam tut. Da sind Sport und Musik vielleicht sogar die wichtigsten. Mhm. Das sind ganz klar Dinge, die gegen Einsamkeit sehr hilfreich sind. Ja. Ich habe jetzt gerade gelesen, dass Deutschland immer noch eines der Länder ist mit den meisten Chören. Also, dass die am Wachsen sind gerade wieder. Also es gibt auch so Entwicklungen, die eigentlich positiv sind. Ja, ja. Also ich glaube auch wichtig, dass man in jungen Jahren das Rüstzeug mitbekommt, dass man dann wieder, auf das man dann wieder zurückgreifen kann. Also ich muss in jungen Jahren muss ich ein Instrument spielen lernen, ich muss Lieder singen können, die muss ich dann auch auswendig können, denn dann kann ich die eben auch wieder singen, wenn mal die Ressourcen knapp werden oder wenn ich sonst eben nicht mehr von außen ja so im Beruf stecke, dass ich für so einen Schnickschnack sowieso keine Zeit habe. Also zwischen 20 und 50 sind die meisten Leute vor Einsamkeit relativ gut geschützt, da haben sie zu tun dauernd. Ja. Ja? Aber wenn man dann eben nichts mehr zu tun hat, dann ist es gut, man hat die Ressourcen. Es ist auch gut, man hat eben die Jugend und die Kindheit nicht vor Bildschirmen verbracht, weil dann hat man irgendwas gelernt, was man in 50 Jahren definitiv nicht mehr brauchen kann. Ja? Aber ein Musikinstrument kann man in 50 Jahren wieder auspacken und wieder hervorholen. Lieder kann man wieder singen. Wenn man mit Werkzeugen umgehen kann, die Laubsäge kann ich auch wieder rausholen und kann meinem Enkel was sägen, was ich mir selber gesägt habe vor 50 Jahren. Und ich glaube, da ist schon wichtig, dass wir sehen, was langfristig gut ist und was uns nicht so gut tut. Und da, Stichwort Mediatisierung, also da halte ich den Riesenhype um die Medien heute für sehr schädlich. Für die jungen Menschen schon und wenn die dann mal alt werden, dann erst recht. Jetzt ist es ja immer so, wenn man ein Problem erkannt, ist das schon der erste Schritt in Richtung Definitiv. Lösung. Wie ist denn so Ihre Prognose für das Ganze? Sie haben sich jetzt mit dem Thema auseinandergesetzt. In England gibt es ein Ministerium. Sehen Sie die Entwicklung positiv? Denken Sie, man kann diesen Trend zur Einsamkeit und auch
zu diesen ganzen krankhaften Entwicklungen, die damit einhergehen, ein bisschen durchbrechen? Also, wie Sie schon richtig sagen, Hauptmotivator für mich für das Buch war eigentlich, das muss man erstmal den Leuten sagen. Ja. Das weiß ja niemand. Ja? Und wenn man es dann mal weiß, dann kann man, glaube ich, auch sozusagen vernünftiger Entscheidungen fällen und vernünftiger dem entgegenwirken. Deswegen, das Problem zu erkennen, ist das Wichtigste. Damit ist es noch nicht gelöst, wirklich nicht. Ja. Aber wenn man es gar nicht erst erkannt hat, wird es nie gelöst. Ja? Ja. Und meine Hoffnung ist eben auch, dass sich bei uns gesamtgesellschaftlich schon ein bisschen was ändert. Dass wir tatsächlich uns nicht mehr in Betonbunkern vergraben, jeder für sich. Dass uns klar ist, es ist nicht ein gutes gesellschaftliches Modell, wenn immer mehr Leute einsam und einzeln erstmal leben und dann eben mit einer größeren Chance einsam werden. Dass wir, wenn also junge Menschen zwischen 8 und 12 verbringen 6 Stunden, zwischen 13 und 18 9 Stunden täglich mit Bildschirmen. Das sind die neuesten Zahlen dazu. 6 beziehungsweise 9 Stunden, das kann eines nicht haben, keine Auswirkungen. Und die Auswirkungen sind nicht gut. Da kann mir die Industrie erzählen, was sie will. Die sind nicht gut. Dafür bin ich Arzt und kenne mich mit Gehirnentwicklung genug aus. Und deswegen bin ich schon ja, nach wie vor der Ansicht, wir müssen da auch sogar politisch mitwirken, um unsere Umgebung wieder menschlicher zu gestalten. Andere Menschen fallen oder können in diese Einsamkeit fallen, wenn sie in den Ruhestand gehen und ihre sozialen Beziehungen, die sie über die Berufstätigkeit hatten, verloren gehen. Ich habe schon oft gesagt, ich nehme sie mit hierher, aber das will sie nicht. Ich würde auch gerne Leute abholen, aber sie sagen immer, ich kann nicht.